Hallo meine Lieben, na, alles gut bei euch? Ja, so schnell sehen wir uns wieder. Ich habe vor ein paar Tagen erst den Geburtsbericht abgedreht und heute gibt es Müll. Ja, ist jetzt schon Ewigkeiten her, dass ich euch meinen Müll gezeigt habe. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich nicht nur Müll gesammelt habe, was ja an sich schon krank ist. Ja, nein, aber ich habe meinen Müll auch mit umziehen lassen. Also ich habe jetzt schon ein paar Wochen, Monate gesammelt und mein Mülleimer war doch schon relativ voll, bevor wir umgezogen sind. Und wie es dann an den Umzug gegangen ist, habe ich immer geschaut, dass mein Mülleimer nicht irgendwie ausgeleert wird. Ja, weil ein normal denkender Mensch sieht eine Mülltonne, Müll, leere Produkte, natürlich schmeißt man das Ganze weg. Ich habe jetzt aber dieses Mal Produkte aufgebraucht, die ich jetzt nicht allzu oft aufbrauche, ja, wo ich auch wirklich was zu sagen möchte, was ihr von mir jetzt vielleicht auch noch nicht gesehen habt. Und ja, deswegen, also könnt ihr jetzt gerne in die Kommentare schreiben, Schätzeleins. Mutti, du bist krank. Ja, ist so. Aber ich freue mich jetzt auch, den Müll euch zu zeigen, dass ich das dann wegschmeißen kann. Ich persönlich schaue immer noch sehr, sehr gerne aufgebraucht Videos, auch wenn ich momentan nicht ganz so oft zum Videoschauen komme. Aber ja, wenn dann einfach noch eine kleine Review dabei ist und man weiß, ist es jetzt ein Top-Produkt, ein Flop-Produkt, was natürlich immer sehr unique ist. Ja? Also nur weil ich jetzt sage, ist super, heißt es nicht, dass ihr das genauso sehen müsst. Und ja, ich würde sagen, wir brabbeln jetzt gar nicht lang, wir kommen gleich zum Video. Es ist nämlich wirklich viel, ja. Wie gesagt, Mülleimer ist voll. Für alle die, Mutti, warst du beim Friseur? Nee, sind abgefallen. Ja, sind abgefallen, schön die Linien noch so. Ja, Mutti hat es geschafft, ich war beim Friseur. Ich finde es mega geil, mir gefällt es richtig, richtig gut. Und ja, wie lange sind wir dabei? Knapp 3 Minuten, jetzt geht's ans Aufgebraucht. Also, wir fangen mal mit den Produkten an, die jetzt nebendran stehen, weil es ist jetzt nicht nur, dass der Mülleimer voll ist. Nein, ich habe auch noch ein paar Produkte nebendran. Und zwar handelt es sich um ein Parfum. Das war von Bruno Banani, glaube ich. Ja, hier hinten steht es drauf. Und das hieß Dangerous Woman. Das habe ich heute Morgen leer gemacht. War jetzt wirklich sehr, sehr lange in meiner Sammlung. Hatte ich mir, glaube ich, damals noch in Deutschland gekauft. Ist also wirklich schon ein paar Jährchen her. Ist mir aber nicht gekippt, nicht kaputt gegangen, riecht immer noch sehr, sehr toll. Es ist ein sehr süßer, schwerer Duft. Ich finde, dass da viel Vanille drin ist. Ihr wisst es, ich bin kein Duftbeschreiber. Ja, bei mir kommen dann eher solche Dinge wie oh und Und ich mag ihn. Ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne. Es ist jetzt kein Sommerduft, aber gerade für die kalten Jahreszeiten ist er jetzt bei uns auch eingetroffen, habe ich ihn jetzt in den letzten Tagen und Wochen sehr oft verwendet und deswegen ist er jetzt eben auch leer gegangen, weil ich nicht wollte, dass er mir kippt. Der kam mit 40 Millilitern, was der jetzt genau gekostet hat, Chatelines, ich weiß es nicht. Guckt ihn euch aber mal an, wenn ihr einen neuen Winterduft sucht, ja. Er hebt wirklich sehr lange und ja, also ich habe ihn wirklich sehr, sehr gerne verwendet. Und auch den Flakon fand ich sehr schön, sehr elegant mit dem Schwarz und Silber. Der Ombre-Look fand ich toll. Mülleimer steht nebendran. So, dann wurde ich gefragt, ob ich keine Bath & Body Works Kerzen mehr habe oder warum ich sie nicht zeige. Hab da recht, Schätzeleins. Ja, habe ich in den letzten Wochen, Monaten ein bisschen geschlust. Heute zeige ich euch eine, die ist jetzt gestern leer gegangen. Das war die Pumpkin Coconut. Und das war wirklich ein ganz, ganz toller Duft. Also Pumpkin ist ja in den Staaten sehr groß vergeben in der... Vergeben? Heißt das so? Vergeben? Gegeben? In der Herbstzeit. Und es hatte ein Bath & Body Works Kerzenangebot gegeben, anstatt $22,50. Das steht hier unten auch drauf. Haben die Kerzen $11 oder $12 gekostet. Es gibt Kerzen, da bin ich bereit, $22,50 auszugeben, was natürlich total krank ist für eine Kerze. Der Duft hat mir jetzt hier sehr gefallen, aber $22,50 würde ich nicht ausgeben. Solltet ihr jetzt Hintergrundgeräusche hören, bei uns springt hier gerade die Heizung an und das hört sich so ein bisschen an wie Klimaanlage. Pumpkin Coconut, ja, also es hat dezent nach Kokosnuss gerochen,
aber mehr wie frisch gebackene Kekse. Ja, also meine Mutter kam auch ein paar Mal runter und hat gefragt, sind wir hier am Backen oder was ist los? Weil es wirklich so ein Keksduft war. Ich habe ihn auch sehr gemocht, aber ja, nachkaufen würde ich ihn mir jetzt nicht. Ich habe jetzt noch viele Kerzen hier. Ich habe jetzt gerade wieder ein neues Bath & Body Works Kerzenangebot für $8.50. In Kauf genommen? Nee, nicht in Kauf genommen. Wie heißt es denn? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist jetzt gerade eine große Ladung Kerzen bei mir angekommen und die werde ich jetzt erstmal aufbrauchen. Ist aber definitiv eine schöne Kerze. Würde ich mir nächstes Jahr auch definitiv nochmal nachkaufen. Ja. Und hier unten dieser Rest, ja, da ist ja immer noch so ein bisschen was drin. Dann stelle ich die Kerzen einfach in den Gefrierschrank, bis es richtig durchgefroren ist. Und dann kann man das mit einem Messer ganz, ganz leicht rausmachen und sich einfach in eine Ölkerze. Und dann riecht es genauso intensiv. Also den Rest hier unten nicht wegschmeißen. So, ja, dann geht es los mit einem Haushaltsprodukt. Ich habe wieder mehrere Produkte, also mehrere Kategorien dabei. Ja, es ist jetzt nicht nur Beauty. Meister Propper Bartreiniger brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Ihr wisst es, ganz große Liebe. Also allein vom Duft her, das könnte man sich ins Badewasser kippen, ja, und könnte dann so einen Wellnessabend machen, weil ich diesen frischen Duft einfach so, so klasse finde. Die Reinigung ist dann noch ein Top. Also ich persönlich finde das Meister Propper sehr, sehr gut. Kalkrückstände, Seifenrückstände, ja, so das alles, was sich eben im Bad ansammelt, dass es das runternimmt. Spiegel nicht. Also mir hat ein Schätzelein geschrieben, dass sie damit ganz streifige Spiegel bekommen hat. Ja, Mäuschen, das würde ich dafür auch nicht verwenden. Also wirklich nur für Armaturen und für die Ablage oben, weil für Spiegel ist das nichts. Ne? Dann nehmt dann Glasreiniger oder Wasser und ein bisschen Essig, knallt er euch rein und dann habt ihr das Streifen frei. Aber ansonsten weiterhin Meister Propper von mir ganz, ganz groß geliebt. Mama hat mir ein riesen Backup besorgt. Ich glaube, ich habe jetzt noch 3 volle Flaschen hier unten stehen und dann oben und in jedem Bad. Und also ich bin erstmal ausgerüstet, was Meister Propper angeht. So, dann eine Bath & Body Works Schaumseife ist leer gegangen. Hier unten im Gäste-WC haben wir immer diese Seifenspende, einfach weil ich die dann nochmal in so eine Umverpackung von Bath & Body Works reinstelle und somit sieht es dann wirklich sehr, sehr edel aus. Hier hatten wir jetzt die Geruchsrichtung Japanese Cherry Blossom. Das ist ja eigentlich so mein liebster Duft, ja, wenn es jetzt ans Nachkaufen geht. Weiß ich nicht, wie oft ich die schon gekauft habe. Was ich bei den Schaumseifen von Bath & Body Works auch ganz toll finde, ist, sie trocknen die Hände nicht aus und der Duft bleibt Ewigkeiten auf den Händen. Also ich habe da hinterher kein Gefühl, dass ich mir die Hände eincremen muss, dass mir die Hände austrocknen. Solltet ihr an Bath & Body Works rankommen und jetzt mal hier an meine ganzen Schätzeleins, die da bestellen, ja, weil ich weiß nämlich, es gibt anscheinend eine Page, über die ihr rankommt, schreibt die mal unten bitte in die Kommentare rein, dass wenn andere Mäuse bestellen möchten, dass die da auch rankommen. Weil es gibt eine Möglichkeit, das weiß ich, es gibt auch eine Möglichkeit, an die Kerzen ranzukommen. Das ist vielleicht von der Liefergebühr her oder vom Zoll, was da jetzt noch alles dazu kommt, das weiß ich nicht. Ist es vielleicht ein bisschen mehr, aber ich weiß eben auch, dass es viele Mädels gibt, denen ist das egal. Ja? Die wollen da unbedingt ran und die wollen das mal ausprobieren. Deswegen schreibt es unten in die Kommentare. Also diese Seife, definitiv ein Top-Produkt, wird auch nachgekauft. Momentan haben wir aber Black Cherry Merlot, also schwarze Kirsche, irgendwas. Auch sehr lecker. Gestern angewendet, zugeschickt bekommen von meiner lieben Caro Maus, ich grüße dich, mein Schatz, von Montagne Jeunesse, war das eine Tuchmaske mit Teebaumöl. Man hat damit sehr intelligent ausgesehen, ja, also genauso wie die hübsche Dame hier, mit diesem Tuch und dem Grün, so hat man dann ausgesehen. Mama ist mal kurz erschrocken, weil ich bin dann aus dem Bad rausgelaufen und sie war dann gerade im Flur. Fand ich gut, ja, also es war jetzt eine Anwendung, es hat bei mir jetzt nicht gebrannt, ich hatte keine Rötungen, keine Pickelchen, aber dieser Teebaumöl-Duft war doch schon sehr intensiv. Ich habe, es steht drauf 5 bis 10 Minuten, ich habe es 15 Minuten angewendet, nach 10 Minuten hatte ich so ein Kribbeln auf dem Gesicht, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das eine allergische Reaktion war, keine Ahnung.
Aber es steht ja auch 5 bis 10 Minuten drauf. Deswegen, sollte ich eine allergische Reaktion bekommen haben, ist es wahrscheinlich meine Schuld. Ne? Ja, Teebaumöl ist dafür bekannt, dass es die Poren reinigt, dass es bei Unreinheiten, ja, dass man da so ein bisschen mit bekämpft. Habe ich, wie gesagt, aus Deutschland zugeschickt bekommen. Also ihr bekommt diese Maske in Deutschland. Solltet ihr Hautunreinheiten haben, dann guckt ihr euch mal an, weil ich glaube, die ist echt gut. Solltet ihr jetzt natürlich den Teebaumöl-Duft nicht mögen, Finger weglassen, Schätzeleins, weil sonst kriegt er mir einen Kurzkrampf. Ja. Haare hat sich die Mutti gefärbt. Ja, nicht nur beim Friseur, sondern natürlich auch Haare gefärbt, ne? Jetzt darf ich das wieder. In meiner Schwangerschaft habe ich, so gut es geht, drauf verzichtet. Da habe ich vielleicht so alle 10, 11, 12 Wochen mal getönt und dann auch ohne Ammoniak. Meine Ärztin hat gesagt, wenn ich das in einem gut durchgelüfteten Raum mache, dann hat sie da auch keine Bedenken. Das ist natürlich jedem seine Sache. Ja? Jetzt kann ich aber wieder diese Teile hier verwenden, wobei das war jetzt meine letzte Verpackung. Ich hatte die damals von meiner lieben Nadine. Nadine Einzigartig. Nein, Nadine Einzigartig heißt sie jetzt gar nicht mehr. Jetzt heißt sie Nanas Chaoswelt, Chaos Beauty, irgendwas. Mäuske, du weißt, du bist gemeint, ja, den Namen schreibe ich hier unten hin. Sie war mal Nadine Einzigartig, sie hat jetzt auch wieder einen neuen Kanal, worüber ich mich sehr freue. Und guck bei der Maus mal vorbei. Zu der Haarfarbe, mega, mega tolle Haarfarbe. Das ist die 891, blau-schwarz. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber diese Haarfarbe, die zaubert euch einen Glanz in die Haare, die ist so intensiv. Ich liebe diese Haarfarbe. Ich habe die auch in Deutschland selber immer gekauft. Mittlerweile kommen so kleine Öldrops mit dazu. Diamantfarbinfusion, ja, also diese Öldrops, die macht ihr euch einfach in die Haarfarbe mit rein, knallt euch das auf den Kopf, lasst es einziehen und ihr wisst doch, wie man Haare färbt, Jetzelein. Jetzt muss ich doch jetzt hier keine Instruktionen euch geben. Ihr wisst, wie es funktioniert. Auf jeden Fall diese Öltropfen da mit rein. Und dann habe ich das Gefühl, dass diese Haarfarbe einfach viel, viel länger glänzender bleibt. Ja, also ich finde die klasse. Hebt bei mir immer so, ja, durch den Kurzhaarschnitt sieht man es halt sehr schnell, wenn Haare rausgewachsen sind. Von daher so alle vier, fünf Wochen müsste ich schon nachfärben. Definitiv eine Kaufempfehlung von mir. Jetzt nicht nur in blau-schwarz, sondern generell diese Brillance von Schwarzkopf finde ich echt klasse. So. Ja. Garnier mit Zellentücher brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Finde ich absolut spitzenmäßig. Da brennt bei mir nichts. Es nimmt bei mir die erste Schicht runter. Ja, also wenn ich so aussehe wie heute, wisst ihr, Schätzeleins, das sind bei mir Schichten. Ja, ich stehe morgens so nicht auf. Und wenn man morgens 20, 30 Minuten braucht, um so auszusehen, dann dauert es abends natürlich auch ein bisschen länger, bis man sich die Zementur wieder abgeruppelt hat. So, deswegen ist das bei mir nicht das komplette Abschminkprogramm, sondern ich gehe dann einmal übers Gesicht, nehme mir alles ab, dann noch mit Wattepads hinterher, ja, um das Augen-Make-up abzunehmen und dann waschen mit Wasser und Waschcreme, Waschseife, was auch immer ihr zu Hause habt. Aber die finde ich toll, weil ich da echt das Gefühl habe, dass da sehr, sehr, sehr viel runtergeholt wird. Ich habe kein Brennen in den Augen, ich habe keine Rötungen. Was mir hier auch sehr gut gefällt, ist die Struktur von den Tüchern, weil die sehr weich sind und nicht so hart und rau. Mag ich also sehr gerne und würde ich mir auch nachkaufen. Ja, komme ich hier jetzt nicht ran, deswegen bin ich jetzt wieder bei meinen Neutrogena, aber diese Dinger finde ich echt top. Das Einzige, was hier abgelöst wird, ist Nivea. Aber diese Nivea-Reinigungstücher auch nur aus dem Grund, weil die nach Nivea riechen. Diese Teile hier, die haben gar keinen großen Eigenduft. Nö, eigentlich gar nichts. Wird natürlich vielen auch gefallen, ja, weil viele mögen es ja nicht, wenn sie sich was ins Gesicht bollern, was riecht, was ich auch nachvollziehen kann. Aber das ist dann halt jedem das Seine. Ich persönlich finde sie klasse. Hab auch noch, ich glaube, 2 oder 3 Backups habe ich noch da. So, dann habe ich ein kosmetisches Produkt aufgebraucht. Und zwar von MAC, die Mascara. Das war die Oat Naughty Lash.
Die hatte ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das war dieses Zwei-Phasen-Ding. Ja, also man hat hier eine Mascara und dann auch hier oben. Ich denke nicht, dass ihr es erkennen könnt, aber sie ist komplett eingetrocknet. Ich habe sie jetzt in den letzten Wochen sehr oft verwendet, einfach weil ich sie aufbrauchen wollte. Ich muss nämlich sagen, das ist mit einer der schlechtesten Mascaren, die ich jemals hatte. Also sie hat bei mir weder groß Schwung noch Länge, Farbe hat sie auch nicht wirklich abgegeben. Nein, also ist von mir ein absolutes Flop-Produkt, gebe ich keine Empfehlung raus. Wenn die jemand zu Hause hat und findet die klasse, dann lasst mich das mal wissen. Aber von mir, nee, bin froh, dass das Ding weg ist. So, dann eine Haarkur, aufgebraucht von Schwarzkopf Glisskur, die Million Gloss Soforthilfe Intensivkur, also selbst mit meinen kurzen Haaren verwende ich solche Kuren sehr, sehr gerne, gerade wenn ich ein Tiefenreinigungsshampoo verwendet habe. Jetzt nach frisch gefärbten Haaren mache ich das natürlich nicht, weil sonst zieht es euch die Farbe raus. Aber wenn die Farbe dann eh schon ein bisschen ausgewaschen ist, dann einfach mal mit einem Tiefenreinigungsshampoo und dann gehe ich gerne mit so einer Kur hinterher. Die Glisskur-Teile finde ich klasse, gerade diese grüne hier, weil die einen ganz, ganz tollen Duft hat. Fast schon so ein bisschen männlich, aber nicht aufdringlich, ja. So ein Typchen kommt jetzt mit 20 Millilitern, das hält jetzt bei meinen drei Federn, ja, so drei Anwendungen. Ich habe hinterher einen ganz, ganz tollen Glanz in meinen Haaren, sie lassen sich toll durchkämmen. Ja, also ich kann da wirklich nichts Schlechtes sagen. Ich bin froh, dass ich noch ein paar Backups habe. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich denke gerade bei langen Haaren, ja, bei krause Haar, da helfen die Teile auf alle Fälle. So, dann habe ich ja meine Oil of Olas Gesichtsbürste und da war es jetzt mal an der Zeit, den Kopf auszuwechseln. Und das sind eben diese Köpfe, die ich da immer kaufe. Hört sich auch komisch an, ne? Auf jeden Fall von Olay Professional war das diese, es gibt ja verschiedene, ja, also es gibt ja einmal diese Tiefenreinigungsbürste und dann mal Anti-Aging. Jetzt habe ich gerade Anti-Aging und das war die Tiefenreinigungsbürste. Ich finde beide klasse. Also ich möchte auf meine Oil of Olas Gesichtsbürste nicht mehr verzichten. Ich wende es jetzt nicht täglich an, nicht weil meine Haut drauf reagiert, aber einfach weil manchmal vergesse ich es oder ich habe keine Zeit. Aber dieses Teil brüllt. Ganz, ganz toll. Wenn man sich damit das Gesicht wäscht, man hat so ein reines Hautgefühl und da kommt manchmal noch Dreck raus, wo man nie gedacht hätte, dass das Gesicht noch so dreckig ist von Make-up, ja, oder auch von, ja, tagsüber, ja, was sich da ja auch alles auf dem Gesicht und in den Poren ablegt. Also weiterhin ganz, ganz großes Top-Produkt. Guckt euch diese Bürste mal an. Ich meine, dass sie bei DM 27 Euro kostet. Ja, ich bin mir aber nicht sicher. Ist auf jeden Fall der Preis wert, weil es gibt ja auch diese Clarisonic, die kostet 100 oder 120 Euro Dollar, bei uns auf jeden Fall, würde ich nicht ausgeben. So, dann ist ein Shampoo leer gegangen und zwar von Herbal Essences. Das war das für getöntes Haar, glaube ich. Color Me Happy, genau. Da habe ich mir Shampoo und Spülung gekauft. Spülung ist hier, ist auch leer. War wirklich ein sehr blumiger Duft. Nicht aufdringlich, im Gegenteil. Ich habe ihn sogar sehr, sehr gerne verwendet. Oder die beiden Produkte, ich habe sie sehr gerne verwendet. Hat meine Haare schön sauber gemacht. Der Duft war lange in den Haaren. Und der Conditioner hat die Haare auch sehr weich gemacht. Ja, also kann ich mich nicht beschweren. Ich habe momentan so eine kleine Probegröße von L'Oreal für getöntes Haar. Wenn die dann leer ist, muss ich mir dann aber auch was für getöntes Haar kaufen, weil ich immer dann so, das ist eine Kopfsache bei mir. Ja, da knallen die Synapsen raus, Mutti rennt in Walmart, zieht was, getönte Haare. Ich habe getönte Haare, dann knall ich mir das drauf und dann denke ich, hebt länger. Ob das dann wirklich stimmt, weiß ich nicht. Aber das waren jetzt auf jeden Fall mal die zwei Produkte, die ich jetzt in den letzten Monaten verwendet habe und fand ich sehr, sehr gut. Herbal Essences gibt es in Deutschland auch, ne? Ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht. Ja, ganz große Liebe habt ihr in meinem Favoritenvideo gesehen, Nivea Body Lotion. Dank meiner Anne-Maus, auch dich grüße ich, mein Schatz, ich grüße heute alle. Ja, heute grüße ich mal alle,
euch auch. Ihr seid alle gegrüßt. Nivea Body Lotion, ich liebe sie. Oh mein Gott. Das ist... Gott. So, Schätzeleid, jetzt fällt hier die Weihnachtsdeko zusammen. Der Schneemann hat sich verabschiedet. Der denkt sich jetzt auch, nee, ich hab keinen Bock mehr. Ich komme nächstes Jahr wieder. Wir haben hier oben an der Tür so einen Schneemannkopf. Der liegt jetzt auf dem Boden. Chaos vom Feinsten. Nivea Body Lotion, verwöhnende Soft Milk und widerstehlich pflegend. Das war jetzt die mit Shea Butter. Genau. Und ich liebe diesen Duft. Also... Oh, das erinnert mich jetzt auch total an meine Geburt. Ja, also nicht an meine, sondern an die Geburt von Lauren, weil ich war ja morgens noch duschen und habe mich fertig gemacht und keine Ahnung warum, aber diese Body Lotion, die hält auf meiner Haut einfach stundenlang. Ich gehe morgens duschen und ich rieche die den nächsten Tag noch. Und wie ich mich dann morgens fertig gemacht habe, ich bin dann ins Krankenhaus, ich hatte kein Parfum, nichts drauf. Aber jeder hat gefragt, was für ein Parfum ich drauf habe. Dabei war das nur die Nivea Body Lotion, weil die einfach sehr, sehr intensiv riecht. Ich liebe den Nivea Duft. Ich bin auch heilfroh, dass ich noch ein paar Backups habe, dank meiner Anne. Und war jetzt mit dieser Pulle also nicht mehr ganz so sparsam. Ich war mal sehr sparsam damit, bis ich jetzt dann meine Backups bekommen habe. Aber guckt euch diese Creme mal an. Mega weiche Haut, gnadenlos toller Duft. Sie zieht bei mir sehr schnell ein und sie pflegt fantastisch. Ja, also das ist ganz, ganz große Kaufempfehlung. Nochmal Zinken dran halten. Oh, ich liebe diesen Duft. Also wenn ihr wissen wollt, wie der Mutti riecht das nächste Mal, wenn ihr im DM seid, da mal die Schnuffel dran halten, dann wisst ihr das. So, dann ein Produkt wird jetzt von mir aussortiert, weil das ist der größte Schrott überhaupt. Und zwar ist das von LA Tan, das ist dieses Dark Mousse. Das ist also so ein Selbstbräunungsmousse à la Saint-Tropez, Saint-Moritz, wie diese ganze Kacke da auch heißt. Da steht drauf, 2 bis 3 Wochen Bräunung, streak-free, streifenfrei, also da ist es dann schon mal durchgefallen. Instant Color, ja, sofortige Farbe, das stimmt auch. Ihr kennt meinen Mann, ja, so habe ich damit ausgesehen. Also das war so streifig. Da steht zwar drauf, dark, ja, aber dass man da so dunkel wird, damit habe ich nicht gerechnet. Also es war wirklich schon so ein bisschen Schatzi-Konkurrenz gemacht. Sehr schwerer Auftrag, wie gesagt, sehr streifig. Ja, ich habe es nicht gleichmäßig hinbekommen. Ich habe so einen Handschuh angehabt, so einen Einmalhandschuh. Damit trage ich nämlich normalerweise meine Selbstbräunungskacke auf. Ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich so ein Produkt zu Hause habe. Aber das hier ist Schrott. Das war runtergesetzt von $7 auf $3 oder $4. Die wissen warum. Die wollten es wahrscheinlich aus dem Sortiment, weil keine Sau kauft, außer der Mutti. Und ich schmeiße es jetzt aber weg. Ne? Also solltet ihr mal in den Staaten sein und ihr seht die Pulle, Finger weg. So, dann von Balea Beauty Effect Eye Lift Serum. Das war dieses Schätzchen. Habe ich jetzt Jahre zu Hause gehabt, ja, weil das Zeug, das war so ergiebig, das war ein Gel und das kommt dann hier oben mit so einem Pumpspender und dafür ist es schon mal ein Flop, weil dieser Pumpspender hier, wenn man den komplett runterdrückt, ich guck mal, ob da noch was raus, oh, ja, da kommt sogar noch was, also das war jetzt ein Pumpspender und dann kommt diese Menge an Masse raus, ja, also das ist... unfassbar viel und überhaupt nicht, es war einfach zu viel für die Augenpartie. Also da kann man sich 2 Augen, Hühneraugen, die vom Nachbarn, ja, kann man damit eincremen. Ich muss sagen, ich habe da jetzt auch keinen großen Effekt mehr gemerkt. Also ich habe es mal angefangen zu verwenden, fand es dann auch ganz gut, bis ich dann mal rausgefunden habe, wie viel Produkt ich brauche, ja, um das einzuarbeiten. Es zieht
sehr schnell ein. Man konnte sich dann auch hinterher schnell schminken und das Make-up auftragen. Das war alles in Ordnung. Aber ich habe da jetzt keinen Effekt gemerkt. Ja, ihr seht ja, ich sehe ja jetzt nicht aus wie 19, 21. Das kriegen wir noch durch. Aber ja, diese Trockenheitsfältchen, Lachfältchen hat das hier nicht korrigiert oder ja, geholfen. Deswegen kriegt von mir keine Kaufempfehlung. Selbst wenn ich jetzt ein DM in der Nähe hätte, ich würde es mir nicht mehr nachkaufen. Kam mit Hyaluronsäure und ich meine auch, dass das gar nicht mal billig war. Ich meine, dass es knapp 5 Euro gekostet hat. Kam mit 15 Millilitern, kommt jetzt weg. So, dann habe ich ein Gesichtswasser leer gemacht und zwar von Avène. Das halte ich jetzt mal ein bisschen weiter weg, einfach weil es nicht mehr schön aussieht. Ja, hatte ich mal geschenkt bekommen, kam mit 200 Millilitern, muss aber ganz ehrlich sagen, war jetzt für mich nichts Besonderes. Ja? Ich musste dann auch aufpassen, wenn ich damit über die Augen gefahren bin, dann hat es zwischendurch mal gebrannt. Steht hier hinten was auf Deutsch? Den Flakon vor Gebrauch gut schütteln, morgens und abends auf Gesicht und Hals auftragen zur täglichen Anwendung. Ja, hatte ich jetzt auch Ewigkeiten zu Hause, habe ich mich jetzt zu entschlossen, es mal leer zu machen, einfach weil ich es jetzt nicht so toll fand. Hier unten seht ihr noch so ein bisschen Rest. Ja, das war also so eine milchige Flüssigkeit. Hatte jetzt keinen großen Duft. Ja, jetzt riecht sogar ein bisschen abgeranzt. Ja, Pickelchen, Rötungen, so, das habe ich alles dadurch nicht. Aber ich hatte jetzt auch kein besonders tolles Hautgefühl. So, jetzt kommt die Sonne raus. Jetzt sind wir wahrscheinlich gleich extrem überbelichtet. So, genau, vorhin erwähnt, jetzt gezeigt, die Nivea Reinigungstücher. Ganz, 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 ganz große Liebe. Ja, also ganz große Liebe, soweit, dass dieses Ding sogar auf Instagram von mir ein Post gewidmet bekommen hat. Brüller. Also diese Teile finde ich sagenhaft. Nivea Pflege, Reinigungstücher. Erstens, entfernen sogar wasserfestes Make-up, das stimmt. Zweitens, besonders pflegend, das stimmt auch, also bei mir auf jeden Fall. Drittens, ideal vor dem Schlafengehen. Ja gut, also was das jetzt mit dem Schlafengehen zu tun hat, weiß ich nicht. Ich bin da auch mal morgens, ja, einfach um mich frisch zu machen mit so einem Tuch hinterher. Ich finde die klasse. Guckt euch die an, wenn ihr noch Reinigungstücher sucht. Ich bin hellauf begeistert. So, dann ein Duschgel leer gegangen von Nivea. Auch ganz, ganz große Liebe von mir. Das ist die Cream Care Pflegedusche. Spürbar weiches Hautgefühl. Fantastisch. Also dieser Duft, ich liebe, liebe, liebe ihn. Ich habe mittlerweile, glaube ich, 5 oder 6 Backups von diesem Duschgel. Ja, meine Schätzeleins, die haben an mich gedacht. Mit Inhaltsstoffen und einzigartigem Duft der Nivea-Creme. Genau. 250 Milliliter. Macht wahnsinnigen Schaum unter der Dusche, aber so ein richtig cremiger Pflegeschaum. Also für mich war das auch immer ein Duscherlebnis, damit zu duschen. Ich finde das wirklich ganz, ganz, ganz toll. Nivea ist jetzt natürlich ein bisschen teurer wie Balea. Ich persönlich muss sagen, ich komme mit den Balea-Duschgelen nicht zurecht. Wenn ihr damit zurechtkommt, super, freut mich das. Wenn ihr jetzt aber auch ein bisschen mehr Geld ausgeben möchtet, ja, weil ich glaube, die Teile, ja, was kosten die denn? Ein Euro 20, keine Ahnung. Bei uns sind es gleich mal 4 Dollar, 4,50 Dollar. Dann haltet da mal die Nase ran, ja. Also dieses Duschgel und dann diese Creme hinterher. Ihr braucht kein Parfum mehr. Das ist so ein intensiver Duft. Und wenn ihr euch mit dieser Creme hinterher nicht eincremt, das Duschgel ist vom Duft her so intensiv, das riecht ihr noch eine ganze Weile. Also wirklich klasse. So, trinken wir mal ein Schlückchen Kaffee. Ich warte ja darauf, dass Klein Mäuschen anfängt zu schreien. Die ist oben bei Oma. Solltet ihr also jemand im Hintergrund vorbeihuschen sehen, dann muss eine Flasche gemacht werden, weil sonst haben wir hier Krawall. So, von Aldo Vandini eine Handcreme, Sensual Aroma Handbalsam. Das war die Indiens Zauber eingefangen in einem duftenden Handbalsam. Schnell einziehend, schenkt er selbst strapazierten Händen wieder Geschmeidigkeit und Wohlbefinden.
Das hatte ich mal zugeschickt bekommen von meiner lieben Marion in so einem Set. Fand ich nicht gut. Ja, also der Duft war klasse. Den Duft fand ich wirklich toll. Ja, sehr, sehr angenehm, aber null Pflege. Und ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt keine beanspruchten Hände. Hat bei mir aber, ja, ich hatte dann immer sofort das Gefühl, ich muss nochmal Hände eincremen. Und es ist nicht schnell eingezogen. Und man hat überall die Fingertapser hinterlassen. Und nö, also Aldo Vandini Handcreme braucht man nicht. So, dann von Balea Professionals Aftersun 2-in-1. Das war Shampoo und Spülung. Fand ich eine Zeit lang sehr, sehr gut, mittlerweile nicht mehr. Ja, also ich habe es zum Ende meiner Schwangerschaft hin, habe ich es dann noch verwendet, habe gemerkt, dass meine Haare sehr, sehr strohig geworden sind. Die hatten überhaupt keine Struktur mehr, ich konnte sie kaum noch stylen. Jetzt nach der Schwangerschaft, gut, vielleicht habe ich noch ein paar Schwangerschaftshormone in mir, man weiß es nicht. Auch jetzt, ja, ich komme damit nicht mehr klar. Ohne Silikone bewahrt die natürliche Feuchtigkeit, von Friseuren empfohlen für sonnenstrapaziertes Haar. Sonne ist jetzt weg, aber trotzdem. Also, es war ein toller Duft, weil er riecht nach Kokos. Ja, und den Duft fand ich wirklich klasse. Aber das Produkt an sich, nein. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich meine auch, dass ich noch eins hier habe, zu. Das werde ich dann nächstes Jahr im Sommer verwenden. Ja, hoffen, dass meine Haare es dann wieder vertragen. Wenn nicht, dann einfach zum Pinsel waschen. Da kenne ich nichts. Ja, aber jetzt momentan, ich bin froh, dass es weg ist. So, die Beisalin habe ich mir natürlich auch geputzt von Sensodyne, die Promare. Bei euch heißt die Sensodyne Pro Schmelz gegen schmerzempfindliche Zähne, Jetalines, helft mir doch mal aus. Schmerzempfindliche Zähne, ja, also wer meine Aufgebraucht-Videos kennt, für den ist dieses Produkt auch nichts Neues. Ich verwende sie weiterhin, finde sie weiterhin klasse und kann auch weiterhin nur sagen, dass es meinen Zähnen wirklich geholfen hat. Ich kann mittlerweile Heißgetränke, Kaltgetränke trinken, ohne dass ich das Gefühl habe, mir fällt hier jetzt die Gebissleiste raus, weil alles wehtut und ist teuer, ja, kostet bei euch, glaube ich, 3-4 Euro. Bei uns kostet die 6-7 Dollar. Aber das sind mir meine Zähne definitiv wert. So, knallen wir uns noch ein bisschen Lippenbalsam drauf. Übrigens der von BB Young Care Perlglanz. Der riecht so gut. Lecker. Oh, ich war noch mal duschen. Ganz tolles Produkt von Kneipp, die Schaumdusche Mandelblüten Hautzart. Das war ein phänomenal toller Duft. Oh, ich habe diesen Duft geliebt. Ich hatte davon auch mal das Grüne, das ist mehr so kräuterisch. Das fand ich auch okay, habe ich mich aber satt gerochen. Aber das hier, das war wirklich ein ganz, ganz toller Duft. Für sensible Haut, ohne Konservierungsstoffe. Streicheleinheit für sensible Haut, das stimmt, weil das war ein ganz toller, fluffiger, fester Schaum, der da aus dieser Dose rauskam. Super ergiebig mit 200 Millilitern, also das hat mir wirklich sehr, sehr lange gereicht. Und was ich daran auch ganz toll fand, ich habe mich damit rasieren können. Ja, also jetzt in gewissen Regionen vielleicht nicht, zwischen den Fußzehen und so, wisst ihr Bescheid. Aber Beine, Arme, unter den Armen, ich hatte da weder irgendwelche Rasierpickelchen noch sonst irgendetwas. Ich meine, dass diese Kneippdinger 3,95 Euro kosten, also knapp 4 Euro. Ich würde es mir nachkaufen, ja, aber ich habe so viel Duschgel, also ich kann hier komplett Missouri einmal duschen lassen und hätte immer noch was übrig. Aber ich würde es mir nachkaufen. Doch, definitiv. Also wenn ihr auf diese Duschschäume steht und wollt aber jetzt nicht 8 Euro oder 8,50 Euro für Rituals ausgeben, dann guckt euch definitiv mal die von Kneipp an. Und auch ganz wichtig, habe ich jetzt nicht hier, habe ich gerade oben im Bad, Nivea. Ja, Nivea Duschschaum auch grenzenlos geil. Brüller. Kaufempfehlung, ne? Also für die, die es jetzt nicht mitbekommen haben. Ganz toll. Ups. So, ja, dann auch ganz wichtig, ja, Rosettenpflege, natürlich.
Hier haben wir Freshen Up, Flush in der Geruchsrichtung Clean. Ja, ganz wichtig. Also diese Toilettentücher für den Poppes, die müssen bei mir nach sauber riechen. Also sauber, Baumwolle, frisch gewaschene Wäsche, sonst was. Aber Spekulatius, Kiwi, das knall ich mir nicht auf den Poppes. Also gibt für mich nichts Ekligeres. Aber diese Tücher, die sind bei mir Pflicht. Die werden auch immer nachgekauft. Muss man nicht mehr zu sagen. So, dann leider ein Flop-Produkt von Balea. Handelt es sich um dieses Golden Glamour Verwöhnpeeling. Der Duft war jetzt, ja, gibt Schöneres. Ja, also so ein bisschen wie abgeranzt. Abgeranzte Leona. Ich weiß es nicht. Also war jetzt nicht der Brüller, auch von der Konsistenz her. Ja, es war ein Ölpeeling, also ich rege mich nicht darüber auf, dass meine Haut hinterher ölig war, weil wenn Ölpeeling draufsteht, dann ist halt auch Öl drin, ja, und dann könnte das eine glitschige Angelegenheit werden. Da musste man dann auch in der Dusche aufpassen, weil sich diese, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also ich bin dann so mit der Hand rein, ja, und wollte es dann so verteilen und dann hat es aber nicht richtig geklappt, weil die Hälfte, die hing dann schon unten auf dem Duschboden und nee, also brauche ich nicht nochmal. Nee, hatte ich, glaube ich, damals von meiner lieben Jana-Maus zugeschickt bekommen. Duft war nix, Konsistenz war nix. Und eincremen musste ich mich hinterher auch, ja, weil ich so ein komisches Gefühl auf der Haut hatte. Und das kenne ich von Bath & Body Works einfach anders. Da gibt es ja auch Ölpeelings und diese Sugar-Peelings. Da hat man hinterher so, oh, ins Gesicht habe ich es mir auch geschmiert, ne? Spitzenmäßig. Da hat man hinterher einfach schon so eine gepflegte Haut, da braucht man sich nicht nochmal eincremen. So, dann einmal Oil-Free Acne Wash. Das war mein Gesichtsreinigungsprodukt in der Dusche für eine sehr, sehr lange Zeit. Mit Salicylsäure habe ich Anfang der Schwangerschaft noch sehr oft verwendet. Bis ich dann rausgefunden habe, ich bin schwanger und da habe ich dann auch gehört, dass man Salicylsäure gar nicht mal so verwenden soll. Und jetzt habe ich es einfach leer gemacht. Ja, es war gut. Ich fand auch, dass wenn man Unreinheiten und Pickelchen hatte, dass es geholfen hat. Es war in Ordnung. Das hier ist jetzt auch die günstige Variante zu Neutrogena. Also es gibt das gleiche Produkt nochmal von Neutrogena, übrigens auch in Deutschland. Bei der lieben Moldavit habe ich das schon ein paar Mal gesehen. Die findet es nämlich auch sehr gut. Und ja, ich würde es mir auch irgendwann wieder nachkaufen. Aber ich habe jetzt so viele Produkte zu Hause. Es kam mit 236 Millilitern. Es war sehr ergiebig, weil man da wirklich nur einen Pumpstoß braucht. Und dann bin ich halt immer noch mit meiner Olaf Olas Gesichtsbürste hinterher. Fand ich aber klasse, ne? So. Dann eine Creme von Ciaia. Coconut Körperbutter. Kam hier in diesem Pott. Mit Omega 3, Vitamin E und Omega 6, 200 Milliliter. Ja, und das war meine Creme für den Bauch, wie ich schwanger war. Ja, also ich habe diese Creme ausgelutscht bis unten hin. Nach dem Duschen dann immer schön dick den Bauch eingecremt, gegen Schwangerschaftsstreifen. Ich habe aber vorher schon ausgesehen, als ob ich einen Elefant irgendwann mal rausgeschossen habe. Von daher, ich bin ein laufender Schwangerschaftsstreifen und da konnte diese Creme auch nichts mehr ausrichten. Ich habe vorgebeugt, ja, dass da nicht noch der 172. Schwangerschaftsstreifen dazukommt und ja, keine Ahnung. Also ich fand die Creme an sich fand ich sehr, sehr gut. Sie hat wirklich sehr, sehr lecker nach Kokosnuss gerochen. Frischer Kokosnuss, nicht künstlich. Und ich hatte auch ein ganz, ganz tolles Hautgefühl. Doch, also wirklich sehr gepflegt. Ich zeig's euch nochmal. Die Marke kenne ich nämlich gar nicht. So. Ja, dann jetzt weggeschmissen mein Cognac-Schwamm. Das war der von, oh Gott, Rivalde Loop, glaube ich. Also vom Rossmann. Den fand ich auch sehr gut. Der ist jetzt steinhart. Den hat man dann einfach nass gemacht und dann ist der größer geworden und ganz weich. Und damit konnte man sich dann die Haut reinigen. Und fand ich gut. Ja, also ich habe jetzt oben nochmal einen von DM ist der, glaube ich, dieser grüne. Der ist noch zugepackt.
Aber da freue ich mich schon drauf, den zu verwenden, weil das einfach so, ich weiß nicht, ich mag das. Die Konsistenz, wenn das Ding dann so nass ist und so groß und dann schön Reinigungsschaum ins Gesicht und dann mit dem Ding hinterher. Ich finde es ganz gut. Ja, dann leer gegangen von Lenore, diese Unstoppables. Das ist ja dieses Wäscheparfum, ja, was ja eine Zeit lang sehr gehypt wurde. Hatte ich zugeschickt bekommen von einem Schätzelein. Ich grüße dich ganz lieb. Dicken Knutscher an dich. Vielen, vielen Dank nochmal. Kam mit 180 Gramm und ich muss sagen, der Duft ist toll, aber es wäre für mich Geldverschwendung. Ja, also ich habe jetzt mal mitbekommen, was diese Teile kosten bei euch. Das sind, glaube ich, 6, 7 Euro. Und dieses Ding hat für 5 oder 6 Anwendungen gereicht. Das kam dann hier mit diesem Deckel. Und ja, das hat man dann also voll gemacht und hat das dann in die Maschine gebollert. Und anscheinend oder ja, angeblich soll dann die Wäsche wochenlang frisch riechen. Wochenlang, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Wenn man es dann aus der Maschine rausgeholt hat, ja, es hat sehr frisch gerochen. Aber es macht die Wäsche auch nicht weich. Ja, also es waren so ein paar Wäschestücke bei mir dabei. Die haben sich so ein bisschen angefühlt wie Holz. Ja, und auch wenn man die anhatte, war es sehr unangenehm. Kriegt von mir keine Kaufempfehlung, weil es mir einfach nicht ergiebig genug ist. Dafür ist es zu teuer. Die Wäsche hat es nicht weich gemacht und der Duft war jetzt auch nicht extrem lange. Der Duft an sich ist aber toll und was ihr auch machen könnt, ihr könnt diese Dinge als Duftperlen verwenden. Ja, wenn ihr eine Öllampe zu Hause habt, anstatt ihr euch da Wachs reinknallt, dann macht ihr einfach ein paar Perlen rein und ja, dann riecht euer Haus nach Lenore. Fand ich gut. So. Von Balea ist eine Pflegecreme leer gegangen. Das war die Best Wishes. 20 Jahre. Ja, das war also so eine Limited Edition mit lieblichem Veilchen- und Fräschenduft. War jetzt nicht so meins. Vom Duft her, es war okay, aber Gesichtspflege, nee, da war sie mir zu reichhaltig für. Also man hat da geglänzt wie so ein Babyarsch, ja. Und deswegen, ich habe es dann irgendwann für die Füße genommen. War jetzt nicht der Brüller, ja, aber man ist jetzt halt auch nicht mit trockenen Füßen in der Gegend rumgelaufen. Braucht man nicht wirklich. So, noch eine Handcreme leer gegangen. Die hingegen finde ich aber sehr gut. Und zwar ist das die von Sien, ja, die gibt es bei Lidl. Das war jetzt die mit asiatischer Kirschblüte. Die habe ich sehr, sehr gerne verwendet. Da habe ich mit Sicherheit jetzt auch noch 20 Backups, also die mit Lavendel und die mit Kirschblüte. Haben wir jetzt immer eine hier unten in der Küche liegen. Eine habe ich bei mir im Nachtschrank, eine habe ich bei mir im Bad und eine habe ich bei mir in der Handtasche. Ja? Also ich schwöre auf diese Creme. Kostet, glaube ich, unter 1 Euro. Pflegt wirklich ganz toll, zieht schnell ein und hinterlässt halt auch keine Fingertapser, was mir sehr wichtig ist. Ne? Also asiatische Kirschblüte finde ich gut. Die mit Lavendel finde ich noch einen Tick besser, einfach vom Duft her. Aber aufgebraucht. Ja, dann ist ein Augenbrauenstift leer gegangen und zwar von NYC. So sieht der aus. Und den habe ich sogar hinten und vorne angespitzt, ja, weil irgendwann ist mir mal die Mine rausgefallen. Und da habe ich gedacht, ah, okay, dann spitzen wir es hinten an, aber da kam nichts mehr. Das war die Farbe Taupe. Finde ich sehr gut. Werde ich mir auch irgendwann wieder nachkaufen, wenn ich mal meine ganzen Backups aufgebraucht habe. Ja, sollte das mal passieren. Ich habe ja die von Aldi und also ich habe so 2 bis 12 zu Hause. Aber den fand ich wirklich klasse, weil der auch nicht so wachsig war. So ein bisschen härter vom Auftrag und dadurch, wenn man geschwitzt hat, hing einem die Augenbraue nicht sofort oben am Haaransatz oder hinten am Ohr. Das ist schon wichtig. So, ja, dann ein Schätzchen, ja, La Vie Belle, mein geliebtes Parfum ist leer gegangen. Oh, ich liebe diesen Duft. Normalerweise wäre ich damit sehr, sehr sparsam gewesen, aber ich habe ja von meiner lieben Marion Maus die große Flasche geschenkt bekommen, letztes Jahr zu Weihnachten. Und deswegen wusste ich, ich habe ein Backup, ich brauche damit nicht sparsam sein. Diese Flasche habe ich nämlich vor 2 Jahren auf Hawaii, genau, zu Weihnachten von meinem Mann geschenkt bekommen. Und ich liebe diesen Duft. Ja, also das ist für mich so ein richtiger
sexy, fraulicher Herbst-Winterduft. Er ist sehr schwer, er ist sehr süß und ja, also im Sommer kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe ihn ein, zwei Mal verwendet im Sommer, weil auf Hawaii hatte ich ja jetzt nicht große Wahl, ja. Und ich wollte diesen Duft dann einfach verwenden, weil ich zwischendurch auch echt Angst hatte, dass er mir kippt. Aber im Sommer kommt der einfach nicht so schön, ja. Da, ich stelle mir bei Düften dann auch immer ein Outfit dazu vor. Und ja, das ist einfach so ein richtiges Winteroutfit. So ein richtiger Winterduft zum Winteroutfit. Mit dickem Schal und dicker Jacke. Und haltet mich für verrückt, aber ganz große Liebe. Und die große Flasche von Marion, die habe ich jetzt auch rausgeholt. Die war in meinem Backup-Schrank und die verwende ich jetzt auch wieder ganz kräftig. Also guckt euch diesen Duft an, ja, Schätzeleins. Es ist Weihnachten, wenn ihr euch was wünscht, dann haltet da mal die Nase ran. So, nochmal Kerzen leer gegangen. Und zwar habe ich diese Wachsteile für mich entdeckt. Die gibt es bei Walmart in 370.000 Kombinationen. Und ich liebe diese Teile. Ja, die kosten, ich glaube, knapp 3 Dollar, 2,50 Dollar. Das sind hier hinten so 6 Fächer und das kommt einfach mit Wachs. Und diese Teile könnt ihr euch dann abbrechen und macht euch die in eine Öllampe rein. Und Leute, ich scheiße euch nicht an. Diese kleinen Scheißerchen, ja, das ist der Wahnsinn, wie intensiv die riechen. Das komplette Haus riecht danach. Ich hatte schon Bath & Body Works Kerzen, die haben nicht so intensiv gerochen wie diese Teile. Und ja, also wenn ihr in den Staaten seid und ihr geht zu Walmart oder ihr habt einen Walmart in der Nähe und ihr steht auf Kerzen, dann guckt euch diese Dinger an. Es gibt... Hoppala. Alles, ja, von warmer Apfelkuchen über, hier hatten wir jetzt Crimson, das war Cranberry and Oak, das war so ein, oh, so ein toller, warmer Herbstduft, also ich bin ganz hin und weg von diesen Teilen. Ich weiß ja, in Deutschland, ihr kommt ja an diese Kringle-Teile ran, ne, und von diese Kringle, von diesen, von dieser Marke hatte ich mal so ein Wachsteilchen zugeschickt bekommen. Und da war ich ja so begeistert von, dass ich mir gedacht habe, wie ich die beim Walmart das erste Mal gesehen habe, komm Sandra, gibst du denen mal eine Chance. Ja, kosten ja nur 3 Dollar. Mehr wie nichts kann es nicht sein. Und jetzt ist es im Endeffekt aber ganz große Liebe. Also ich war jetzt gerade letzte Woche ganz groß einkaufen, habe mir da so einen Stapel gekauft. Ja, zu meinen 78 Bath & Body Works Kerzen. Aber da werde ich auch ganz viele von verschenken. Ne? Und hoffe, dass da die ein oder andere Maus genauso begeistert ist wie ich. So, dann Kaufmanns Haut- und Kindercreme in der Tube. Muss ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Große Liebe. Ja, also fand ich oder finde ich weiterhin ganz, ganz toll. Egal, ob jetzt hier in dieser Tube oder im Döschen oder in einem 30-Liter-Eimer. Ich finde Kaufmanns Haut- und Kindercreme klasse. Egal, ob jetzt für raue Ellenbogen oder jetzt auch gerade in der Winterzeit, ja, wenn man ein bisschen erkältet ist und schnäubt sich andauernd die Nase und dann ist man so ein bisschen rot und zack, Kinder, Kaufmannscreme draufgeknallt, trockene Füße, Kinder, Kaufmannscreme draufgeknallt, Kinderpopo natürlich, ja. Bei meiner mache ich es nicht, weil sie ist doch schon sehr, sehr empfindlich, was Produkte angeht. Aber habe ich schon von ganz, ganz vielen Mamas gehört, dass die Kinder Kaufmannscreme auch für Babys verwenden. Toll. So. Und gerade hier, ja, in dieser Tube finde ich die natürlich spitze für unterwegs, ja, weil dann ist es halt auch hygienischer, wie wenn man jetzt so ein Tiegelchen dabei hat und dann konnte man sich vorher die Finger nicht sauber machen und dann knallt man sich das auf die Lippen und zack, hat man Herpes und dann küsst einen der Mann nicht mehr, dann ist man sauer auf den Mann, ja, dann Scheidung und ja, also da kann man ganz, ganz viel mit wenn man sich einfach das Tübchen kauft anstatt den Tiegel. So. Catrice Clamadol Volume Mascara verhindern. Kann man ganz viel mit verhindern, wenn man sich das Tiegelchen kauft. So. Wie viele haben jetzt schon angeschrieben? Wie viele
viele hatten jetzt schon angefangen, die Kommentare zu schreiben. Wein dann, Mutti, wein dann, Mensch, Kinder, lern doch mal Deutsch. Also, Catrice Clemadol. Wie oft ich euch dieses Teilchen schon in die Kamera gehalten habe, also jetzt nicht dieses, aber ne, das Produkt an sich, ich weiß es nicht. Ich habe auch immer noch ganz, ganz viele Backups und finde sie weiterhin grenzgenial. Wobei sie jetzt abgelöst wurde von der Essence False Lashes, diese grüne, ja, weil ich verwende die immer unten. Und das mache ich mit der grünen jetzt auch. Und ich finde, dass die grüne von Essence sogar noch ein bisschen längere Wimpern zaubert. Aber ansonsten ist die echt klasse. Hat die Wimpern schön getrennt, hat sie schön schwarz gemacht. Bei mir ist nichts gekrümelt. Ich habe nicht ausgesehen wie so ein Panda-Bär. Ja, also weiterhin Empfehlung von mir, wobei die von Essence günstiger ist. So, und dann, ui, sind wir ja schon durch. Oh ja. Letztes Produkt, und zwar von Balea, mein Ter Perfection Wimpernserum für schöne und gepflegte Wimpern. Das ist jetzt auch wieder leer gegangen. Ich habe zum Glück noch Backups, weil ich finde es einfach gut. Ja? Also in der Schwangerschaft habe ich ja ganz extreme Wimpern verloren. Ich hatte zwischenzeitlich nur noch so Stumpen. Mittlerweile geht es wieder. Ich komme mal ein bisschen näher zu euch ran. Mittlerweile geht es wieder und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie ich ausgesehen hätte, wenn ich dieses Zeug nicht gehabt hätte, weil das habe ich in meiner Schwangerschaft konsequent durchgezogen. Ja? Normalerweise nehme ich dieses Zeug so alle 2 Tage und dann vielleicht auch nur morgens oder mal abends. In der Schwangerschaft morgens und abends jeden Tag. Ja? Und selbst da sind mir dann die Wimpern ausgefallen, aber ich finde es gut, bei mir brennt da nichts, ich habe da keine Rötungen, ich habe keinen roten Strich, ja, so wie es bei, wie heißt denn das Zeug, M2 Lashes und was weiß ich, was es da nicht alles gibt für Hunderte von Dollar und Euros, würde ich mir, glaube ich, auch nie kaufen, wobei ich sage niemals nie, ja, also wenn meine Wimpern jetzt nicht so nachgewachsen wären, wie sie jetzt sind, vielleicht hätte ich dann doch mit dem Gedanken gespielt. Aber jetzt ist wieder alles gut und ich werde auch dieses Zeug weiterhin abends oder morgens anwenden. Ich habe, wie gesagt, noch ein paar hier. Bin da auch sehr froh drüber. Und ja, deswegen guckt euch mal an, ja, ob das jetzt groß was tut. Vielleicht ist es auch nur wieder eine Kopfsache. So, meine Liebe, Mülleimer ist voll. Also tatsächlich, da steht er. Kann dann also gleich raus. Mein Mülleimer ist auch leer. Ich freue mich. Und dann können wir jetzt weiter sammeln. Ja? Ich habe mir jetzt einfach gedacht, heute mal wieder ein bisschen zur Abwechslung, was mit Beauty, ja, dass es nicht ganz so babymäßig, babyhaft auf meinem Kanal abgeht, weil wir haben ja mal mit Beauty und Kosmetik angefangen. Da möchte ich auch wieder ein bisschen hin. Aber Priorität hat natürlich momentan Klein Lauren und ich weiß, dass ihr da auch ganz groß Interesse habt, sie zu sehen und sie aufwachsen zu sehen. Und ja, deswegen, also ich verspreche jetzt nicht, das nächste Video wird ein Get Ready With Me, weil Get Ready With Me drehe ich oder mache ich momentan sowieso ganz, ganz selten mal Gesicht malen und das, was ich mache, ja, das ist Minimum. Also das, nee, als Mama hat man dann ganz, ganz anderes Make-up wie als Nicht-Mama. Wobei, so ein Mama-Make-up könnten wir vielleicht mal machen, ne? Innerhalb von 5 Minuten, was kann man sich da ins Gesicht klatschen, bis Klein Mäuschen anfängt zu schreien? Und die Haustour möchte ich euch auch abdrehen, weil ich da jetzt in den Kommentaren unter dem letzten Video gesehen habe, dass da doch sehr, sehr großes Interesse besteht. Also heute befinden wir uns übrigens unten, ja? Ihr seid jetzt im Küchen-Ess-Wohnbereich. Ja, offensichtlich, wenn die Küche hinter mir ist. Okay, meine Lieben, also dann sind wir knapp 1 Stunde dabei. Ich denke, das Video braucht dann wieder knapp 10 Stunden, bis es hochgeladen ist. So war es das letzte Mal. Nee, da waren es sogar fast 16 Stunden. Internetverbindung ganz bescheiden. Ja, also da scheint einem wirklich die Sonne aus dem Hintern. Können wir aber nichts machen. Aber ich werde meine Videos nicht teilen. Ja, da hat schon die eine oder andere geschrieben, nein, Mutti, nicht die Videos teilen. Und Mama hat die auch schon ganz groß gebrüllt, ja, weil dann ist ja Mama nicht mehr Mama. Mama ist ja dann auch Schätzelein. Und die hätte sich da auch ganz extrem aufgeregt, wenn ich da jetzt meine Videos teile, ja, splitte. Was ist da los? Gut, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
mehr gibt's gar nicht. Ja, wann ich das nächste Mal komme, ich weiß es nicht, aber ich bin wie die Tagesschau, ich komme immer wieder. Jetzt gucke ich erstmal nach Klein Mäuschen und Mama will mit Sicherheit eine rauchen und einen Kaffee trinken. Wir haben übrigens heute kein Wasser. Ja, also bei uns wurde heute Morgen das Wasser abgestellt, bis heute Mittag um 3, 4. Jetzt machen wir heute Morgen alle ganz schnell noch duschen, ganz schnell auf der Pipi-Box, ganz schnell alles vorbereitet für Mäuschen, dass sie trinken kann. Und jetzt schauen wir mal, wie lange wir hier ohne Wasser sitzen. Ja, aber keine Sorge, wir riechen alle gut. Wie gesagt, wir waren heute Morgen duschen. So. Okay, meine Lieben, also ich wünsche euch somit einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.